Alle reden über Motivation. Motivation heißt Bedingungen schaffen, dass Menschen sich wohlfühlen und in der Arbeitswelt, dass sie gut arbeiten können. Ich möchte heute mal über Demotivationstatort Führungskraft sprechen mit Ihnen. Und in meiner täglichen Praxis kristallisieren sich so 9 Kardinalsfehler heraus, die Vorgesetzte machen können. Das erste ist die Sucht, alles selbst zu bestimmen. Die Gefahr ist, wenn ich selbst fachlich sehr gut bin, kann mir keiner was vormachen und dann brauche ich auch die anderen nicht, da werde ich auch nicht fragen. Dabei ist Motivation, wenn ich Menschen mitbeteilige, wenn ich frage, wenn ich auch die Meinung des anderen wertschätze, das ist Motivation. Ist nichts zu tun, ist ein Demotivationstatort. Menschen mit ins Boot nehmen, demografischer Führungsstil, die Meinung des anderen respektieren, akzeptieren, hört, ist heute ein wichtiger Baustein, um die Komplexität und die Dynamik, die heute von allen erwartet wird und gefordert wird, zu händen, überhaupt einen Überblick zu bekommen. Das nächste, Entscheidungsschwäche. Es gibt immer noch Führungskräfte, die nicht den Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Dabei lesen wir in allen Büchern lieber eine Entscheidung als keine Entscheidung, lieber eine falsche Entscheidung als gar keine Entscheidung. Und ich merke immer wieder, wenn ich mit den Mitarbeitern arbeite, wie sie verzweifeln, wenn der nächste Vorgesetzte nicht den Mut hat, eine Entscheidung zu treffen und sagt, den Weg gehen wir. Also ein Demotivationstatort, weil in so in der Luft hängen ist was Schlimmes. Das nächste ist Geheimniskrämerei. Was geht ab? Was passiert irgendwo? Jeder weiß schon, er meint, es passiert was, aber es wird keine Transparenz geschaffen. Das ist der nächste Demotivationstatort. Transparenz ist heute in jeder Firmenphilosophie ein Thema. Doch wie tue ich das mit Leben leben? Was erwarte ich auch von meiner Führungsmannschaft? Wie viel Transparenz ist wichtig? Das gilt es auch abzufordern und auch um Vertrauen in der Basis eben auch herzubringen. Und das nächste ist ein ganz wichtiger, die Unberechenbarkeit. Wie steht es um meine emotionale Stabilität als Führungskraft? Weiß ich, wann ich meine Emotionen zeigen darf oder auch nicht? Und wie kalkulierbar bin ich für meine Mannschaft? Wie vertrauensvoll ist mein Wirken? Und deswegen ist diese Unberechenbarkeit was ganz Schlimmes. Ich habe schon mal in einem anderen Videoclip gezeigt, wenn ich morgens erst gucken muss, wie ist er oder sie drauf, kann ich was sagen? Wie viel Zeit geht da verloren? Effektivität und Effizienz ist ja noch nicht mal berücksichtigt dabei. Sprunghafte Zielwechsel. Gestern so, morgen so, übermorgen wieder anders. Ich erlebe immer wieder, wie die Mitarbeiter mir sagen, wissen Sie, wir fangen erst gar nicht an, weil morgen ist sowieso wieder was anderes, was wichtig ist. Warum soll ich jetzt mit 100% Kraft dagegen gehen? Es ist ein Demotivationstatort. Daher, liebe Manager, wenn Sie eine Gruppe neu übernehmen, dann schauen Sie auch immer, was ist vorher passiert oder nicht passiert. Weil Sie ernten, was gesät worden ist. Der sechste Punkt, das ist taube Ohren. Wenn Manager oder wenn Führungskräfte Mitarbeiter nicht ernst nehmen oder wenn die eine Bedenken äußern oder eine Idee einbringen und es geht da rein daraus. Irgendwann haben die Mitarbeiter keine Lust mehr, Innovationen zu geben oder auf Punkte hinzuweisen oder kritisch mitzudenken. Dabei brauchen wir gerade heute in der heutigen Zeit Menschen, die etwas hinterfragen, die kritisch nachdenken, die auch mal Impulse geben. Und nur diese Impulse, die muss ich zulassen als Führungskraft. Konfliktscheue. Die Tatsache, dass ich den Titel habe und das Amt, heißt noch lange nicht, dass ich Konfliktkompetenz auch damit habe. Das zeigt meine Praxis leider. Denn aussitzen heißt nicht, dass ich da positiv für ein Klima schaffe. Ein Klima, in dem Konflikte bereinigt werden und konstruktiv angegangen werden, das ist das, was die heutige Zeit, der Zeitgeist auch erfordert. Nicht aussitzen und nicht totschweigen, sondern wie begegne ich Konflikten? Und die Konfliktscheue heißt, ich stelle mich den Themen. Ich sehe mich in meiner Position und sorge dafür, dass Klarheit reinkommt. Wie? Das hatte ich in einem anderen Video zum Thema Konfliktmanagement schon mal beschrieben. Misstrauen ist der Tod einer jeglichen Gemeinschaft. Wenn man sich nicht vertraut, kann ich eigentlich einpacken als Führungskraft. Und wenn ich selbst mir, also wenn ich anderen nichts zutraue, dann kann ich ihnen auch keine Verantwortung übertragen. Ich werde delegieren nicht in dem Sinne, wie ich sein sollte. Und wenn ich misstrauisch bin und die Kontrolle heimlich durchführe und nicht offen bei jemandem anfrage, hast du das gemacht, dann fördert das nicht eine Kultur des Miteinanders, sondern es fördert eine Kultur des Gegeneinanders. Vertrauen ist immer gesteigerte Kontaktfähigkeit. Und deswegen gilt es daran zu arbeiten. Aber ein misstrauischer Mensch, der unterstellt anderen Dinge, die er an seiner Stelle getan hätte. Da gibt es ja den schönen Satz, du bestrafst mich für das, was du an meiner Stelle getan hättest. Ganz spannend.
Selbstbeweihräucherung. Wie oft erlebe ich auch heute noch, dass Mitarbeiter wertvolle Impulse zusammentragen und dann in einer Präsentation die Führungskraft sich hinstellt, als wenn es ihre Ideen gewesen wären. Dabei wissen wir alle heute, lobe einen Menschen vor anderen, er ist ja ewig dankbar. Umgang mit Lob ist ein Motivationsfaktor, der uns kein Geld kostet, im Gegenteil, Geld spart. Eine hochmotivierte Mannschaft, die erreichen wir dadurch, dass wir fähig werden, Lob gerecht und gezielt zu sagen. Und sich nicht mit Dingen schmücken, die wir selber, die Lorbeeren, nicht verdient haben. Diese 9 Kardinalsfehler von Vorgesetzten ist aus meinem Erfahrungsschatz, den ich im Laufe meiner Jahre gesammelt habe. Und ich wünsche mir lieber Motivation als statt Demotivation.